Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Vor den Toren des Messegeländes demonstrieren Klimaaktivisten gegen die Umweltbelastung durch die Autoindustrie. Im Innern ist die Stimmung versöhnlicher. Doch auch Bundeskanzlerin Merkel appelliert in ihrer Rede an die Verantwortung der Autobauer. Wenn der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist, was ich glaube, dass er es ist, dann müssen wir diesen Preis auch zahlen, weil wir sonst ganz andere Preise zahlen. Die IAA steht in diesem Jahr stark unter Druck. Die Zahl der Aussteller sank von knapp 1.000 auf der letzten IAA 2017 auf gut 800 in diesem Jahr. Die Klimaaktivisten haben indes fürs Wochenende massive Proteste angekündigt.